WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 11. April 1897. Der Geburtstag des Bühnenbildners Caspar Neher. Und als der Krieg im vierten Lenz keinen Ausblick auf Frieden bot, da zog der Soldat seine Konsequenz und starb den Heldentod. Augsburg, Erster Weltkrieg. Ein Liebhaber von Rummelplätzen schreibt Lieder und singt sie zur Klampfe. Bert Brecht. Er gehört zu einer Schülerclique. Ein Lied trägt den Titel »Legende vom toten Soldaten«. Zum Gedächtnis des Infanteristen Christian Grumpeis, geboren den 11. April 1897, gestorben in der Karwoche 1918. Erdmut Witzesler, der Leiter des Brecht-Archivs, liest einen der wichtigsten Texte von Brecht mit Widmung. Friede seiner Asche, er hat durchgehalten. Ein Mitglied der Brecht-Clique mit Namen Christian Grumpeis hat es nie gegeben, aber einen mit den gleichen Geburtsdaten im April 1897, der hieß Neher, Caspar Neher, und war ein Jahr älter als Brecht. In Brechts berühmter Studie über die Coolness am Anfang der Weimarer Republik, Titel »Vom armen Bébé«, lässt der Dichter gegen Abend Männer auftreten. Sie haben ihre Füße auf meinen Tischen und sagen, es wird besser mit uns, und ich frage nicht, wann. So könnte die Augsburger Blase ausgesehen haben, die sich Clique der Verworfenen nannte und um 1922 ihr 10-jähriges Jubiläum hätte feiern können. Ein Fanclub, eher schmächtig wirkte er, dieser Bert Brecht. Sein bester Freund, Caspar Neher, war kräftiger gebaut und hatte sich damit einen Spitznamen eingehandelt, der blonde Riese. Es ist ja eine wirklich heftige Freundschaft. Erdmut Witzesler. Ich würde sagen, dass das eine Liebe gewesen ist, ohne damit irgendwas unterstellen zu wollen. Aber es ist eine Nähe zwischen zwei jungen Männern, die sich aus der Kindheit, aus der Schule kennen, die aufbrechen, die was wollen. Am Anfang spielt sich diese Liebe in Briefen ab. Für Witzesler gehören sie zu den Kostbarkeiten des Brecht-Archivs. Die sind ja wirklich hinreißend. Also man könnte allein aus den Briefen von Brecht an Caspar Neher ein reizendes Lesebuch zusammenstellen. Briefe nach Frankreich, an die Front. Lieber Cas, ich habe weniger Zeit als der liebe Gott. Und in meiner Lage könnte auch er nicht öfter schreiben. Fleiß ist nicht göttlich. Aber deine Karikaturen, du großer Zyniker mit dem Kindskopf, sind über die Maßen gut. Wenn zwei hochbegabte DJs von dem zynischen Sound des berüchtigten Friedrich Nietzsche kosten, dann sind sie selber noch keine Zyniker. Lieber Cas, du bist nämlich ein Rindviech, obwohl du so wundervolle Zeichnungen machen kannst, dass ich bete, du mögest sterben, dass ich sie behalten darf. Brecht konnte nicht einen Funken Verständnis für die Vaterlandsliebe seines besten Freundes aufbringen. Der Lehrersohn hat sich als einziger der Clique freiwillig zum Militär gemeldet. Soldaten wohnen auf den Kanonen. Wutausbrüche ins Kuvert, Briefmarke drauf, auch das bekam Brecht hin. Himmel, Herrgott, Sakrament! Lass doch nicht alles mit dir anfangen. Ich verbitte mir das. Brecht wusste, nach dem Krieg würde näher die schnarrend vorgetragene Frage, haben Sie gedient, gesittet mit Ja beantworten. Darum zog er ihn gern auch manchmal durch den Kakao. Lieber Cas, du bist also Gefreiter. Ich erwarte von dir, dass du General wirst, bei deinem Sinn für Humor. Und wie geht es unserem Soldaten? Immer da, es kommt ein Morgenrot. Doch der Soldat, so wie er es gelernt, zieht in den Heldentod. Ein Morgenrot kam auch für Caspar näher. Erst aber wurde er verschüttet. Nach dem Schock ein Vierteljahr Fronturlaub. Beerdigt und dann ausgegraben. Heldentod und Auferstehung, Brechts Ostergruß.
Die Briefe an Näher spielen mit Masken aller Art. Brecht hätte auch ganz einfach fragen können, wie geht es dir? Aber nein, er muss seinem Affen reichlich Zucker geben. Herrn Baron Kass, würden eure großmogulische Gnaden vielleicht die enorme Güte aufbringen können, einige Zeilen über das Wohlbefinden eurer gebenedeiten Körperlichkeit zukommen zu lassen? Kaum vorstellbar, wenn Brecht keinen blonden Riesen gehabt hätte. Einen Helfer in allen Lebenslagen, auch bei Liebeskummer. Der holde Traum meiner kalten Nächte liebt mich nicht. Du musst ihr schreiben, dass ich verzweifle. Und wenn das nichts hilft, möge Näher doch an Rosemarie ein gezeichnetes Porträt von Brecht schicken. Zeichne mich groß, ewig, ungeheuer, ironisch. Bald fordert Brecht das Jahrhundert auch mit Theaterstücken in die Schranken. Da gibt es viel zu tun. Kaspar soll mitmachen. Wir brauchen gar keine anderen Leute mehr. Ich bin voller Ideen, die alle dahin siechen. Ich möchte nur dein Grinsen wieder einmal sehen. Schon als Wanddekoration meiner Bude wärst du unbezahlbar anregend. Briefe sind näher zu flatterhaft. Tagebücher dagegen liegen herum und schweigen. Brecht muss dem Freund alles aus der Nase ziehen und ist für jede Grausamkeit zu haben. Ich bin für die Schließung der Theater aus künstlerischen Gründen. Brecht und Näher und die Kunst, was für ein Trio. Nachts habe ich manchmal Angst um dich. Man darf sich nicht aufschwatzen lassen, die Kunst sei Schwindel. Das Leben ist Schwindel. Uns steht noch so viel bevor. Immer wieder versucht Brecht, seinen Freund von der Front wegzulocken. Auf den Jahrmarkt von Augsburg, den Plärrer. Der Plärrer ist das Schönste, was es gibt. Brecht liebt das Chaos, Näher die Harmonie. Auf die Dauer kann das nicht gut gehen. Deine Idee von der Harmonie ist mir wesensfremd. Sie nimmt dem Leben das Spielerische und Grausame und sie hält uns zu fest in der Hand. Nach 6 Jahren, 1920, ist das gemeinsame Programm in trockenen Tüchern. Augsburg ade, jetzt heißt es München und Berlin, nehmt euch in Acht. Auf nach Mahagoni, die Luft ist kühl und frisch. Auf nach Mahagoni, Brecht hilft beim Klinkenputzen. Alle satirischen Zeitschriften klappert er ab, im Gepäck Zeichnungen des Freundes. Er sorgt dafür, dass seine ersten Stücke in Bildern von Näher auf die Bühne kommen und dass die sogenannte Brecht-Gardine montiert wird. Brecht selber spricht vom kleinen Näher-Vorhang. Die Theaterwissenschaftlerin Christine Tretow. Von ihr stammt das gründlichste Buch über Kaspar Näher und seine berühmte Gardine, aber erfunden hat er sie nicht. Zurück geht das eigentlich bis ins Barocktheater. Schon dort gab es diesen Vorhang im vorderen Drittel. Auf halber Bühnenhöhe in 2,50 Meter, 2 Meter Höhe wird ein Drahtseil gespannt. Warum? Man möchte damit etwas zur Desillusionierung tun. Denn Illusionstheater war für Brecht ein Gräuel. Wenn ich aber nur einen halbhohen Vorhang habe, wo ich auch Umbauten sehen kann. Keine Zauberei, sondern Theater, das nach Klebstoff riecht. Näher war gegen die Bühne als Rumpelkammer. Was nicht mitspielt, hat auf der Bühne nichts zu suchen, so einer seiner Grundsätze. Vasen, Kerzen, Geschirr, nichts durfte ablenken. Darauf achtete er auch im Privatleben. Bei einem legendären Polterabend des Verlegers Gustav Kiepenheuer 1925 in Berlin war Näher einmal so betrunken, dass Vasen, Kerzen und Geschirr aus dem Fenster der Villa flogen. Immerhin war er der Einzige, der wusste, was sich an einem Polterabend gehört. Brecht blickte peinlich berührt auf den Teppich. Ausgenüchtert konnte Näher am nächsten Morgen wieder an seinen Szenenbildern arbeiten. Der hat heute, würde man sagen, Storyboards gemalt, mit Tusche oder mit Aquarellfigurinen gezeichnet, also die Darsteller, die sich in einem Raum bewegen. Für Brecht waren die Blätter von Näher Voraussetzungen für die Probenarbeit. Das ist vielfach überliefert, dass er vor allen Dingen in den 50er Jahren Proben abgebrochen hat mit dem Satz, das können wir nicht. Das können wir nicht, damit warten wir, bis Kass kommt. Er äußerte sich nicht über Räume, bevor er nicht wusste, was in ihnen vorgehen sollte. Der Brecht-Schüler Egon Monk. Näher fasst jeden Stoff an, befühlt ihn, macht ein fachmännisches Gesicht dazu.
Er liebt sein Material. Einem Schauspieler rief er einmal zu: Wie gehen Sie denn mit Papier um? Und macht ihm vor, wie man Papier anfasst. Lieber Kass, ich bin überzeugt, dass wir wieder ein Theater aufbauen werden. Das können wirklich nur wir. Wer mag diese Botschaft verschickt haben? Brecht an Neher, ja. Klaus Völker, Brecht-Biograf. Mit Neher war viel Arbeit gewesen und an die wollte er wieder anknüpfen. Brecht hatte keine Probleme mit Menschen wie Neher, die nach 1933 nicht in die Emigration gegangen sind. Am Anfang war er der Meinung, wenn man nicht weggehen muss und in Deutschland bleiben kann, dort Widerstand versuchen soll. 1947 begegnen sich die Freunde wieder. Was ja dazu führt, dass Brecht Neher bis zum Ende haben will. In der DDR. Was Neher nicht will. Unter dieser Gängelung oder solchen Umständen wollte er nicht arbeiten. Aber für kurze Zeit schon. Wie fing es an? Egon Monk war dabei. Dann sah ich Brecht vorfahren. In einem rot-schwarzen Steyr. Zweisitzer, Cabriolet, natürlich offen, wenn es nicht gerade geregnet hat. Brecht, der in der Liebe zu Frauen nicht treu sein konnte, bei Vintage-Karossen und in der Männerfreundschaft zu Neher war er es. Neher auf der Probe. Ein paar Plätze weiter neben ihm Brecht. Der verbat sich unnötigen Lärm, schrie selbst aber die Leute an. Was ist für eine Frechheit? Ist ja unglaublich! Neher wartete, bis Stille eintrat. Und lobte bei der nächsten Gelegenheit den Angeschriebenen. Er unterschied zwischen dem bayerischen und dem preußischen Brecht. Berlin bekäme ihm nicht, meinte er. In München hätte er nicht so oft geschrien. Das war so seltsam, was er da an Augsburg noch bis ins Alter mit sich herumführte. Also die Fähigkeit, Menschen zu vertrauen, mit denen man einmal ganz nah gewesen ist. In einem Brief an Brechts Witwe erinnert sich Neher daran, dass beide, Neher und Brecht, von einem gemeinsamen Lebensabend geträumt haben. In Heinrich Brüllers zweiteiligem Fernsehfilm über Brecht sprechen die Freunde darüber. Mit 60, da setzen wir uns zur Ruhe, lassen die Assistenten arbeiten. Ein Haus und das Südliche im Himmel. Mit viel Zeit für unsere Gespräche. Wie damals in Augsburg? Ja, genau. Dann nimmt Brecht eine Gitarre und singt ein Wiener Lied. Wenn ich einmal sterbe, dann werde ich mit einer Kutsche fahren. Wann ihr mal stirb, müssen mit Fiaker tragen und dabei zittert's lang, weil ich das lieb, spürt's an Tanz laut und hell, aber für dich. Die Freunde pfeifen die Melodie, sie verabschieden sich zum letzten Mal. Neher steigt in sein kleines Auto. Ihm steht viel Arbeit in West-Berlin, Köln und Hamburg bevor. Brecht stirbt in Ost-Berlin im August 1956. Dass Kaspar Neher nicht bei der Beerdigung war, bleibt ein Rätsel. Vielleicht wollte er nicht fotografiert werden mit Leuten der Einheitspartei, die für Brecht nur Krokodilstränen übrig hatten. In seinen letzten Jahren widmet sich Neher dem Musiktheater. Die Allüren des Publikums in Zeiten des Wirtschaftswunders nerven ihn. Zu selten sind die Leute neugierig auf etwas Neues, so klagt er. Im Theater wollen sie am liebsten sich selbst sehen, in Frack und Orden. 1962 stirbt er in Wien, nur wenig älter als sein Augsburger Freund. Im Zeitzeichen erinnerte Jürgen Werth an Kaspar Neher, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion David Rother.